So, willkommen zurück zu Farm Manager 2018. Wir spielen das DLC Brewing and Wine Making, also Brauen und Wein machen. Da geht es um Bier und Wein. Wir haben hier beispielsweise Häuser, die heißen Weinberge. Hier wird der Wein gekeltert. Hier haben wir noch einen Weinkeller. Und Szenario in Vino Veritas spielen wir aktuell. Ich glaube, wir könnten so in Folge 17 sein. Es ist gerade der 27. April. Den ersten Wein von den Weinreben kann ich in 94 Tagen ernten. Zuvor haben wir hier noch Mais angepflanzt. Den brauche ich als Futtermittel für unsere Hühner hier. Da verkaufen wir gleich mal ein paar wieder. Dann halten wir hier zusätzlich noch ein paar Ziegen, um da Milch zu verkaufen. Und ja, ach ja, wir haben dann noch zwei Imkerhäuser hier, um Honig zu ernten, aber irgendwie sind die Bienchen dieses Jahr ein bisschen spät dran. Er hat volle Honigblüten, okay. Honigblüten. Gut. Oh, wir sind ja im Minus. Dann kann ich wahrscheinlich hier auch nicht irgendwas Tolles. Raps. Hafer. Sah das nach Raps aus? Kann ich mir nicht leisten. Mist. Okay, echt blöd, dass wir im Minus sind. Ich will aber jetzt nicht schon wieder einen Kredit aufnehmen. Denn wir haben aktuell. Hatte ich den nicht abgezahlt? Kredit abzahlen. Im bezahlt ist der. Im Gange sind die. Wenn ich den einen bezahlt habe, müsste ich den doch neu aufnehmen können. Puh, das ist ja gemein. Das ist ja gemein. Na gut. Ah, endlich Blütenhonig. Jawohl. Da, 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 da. So. Die Ziegen könnten sich fortpflanzen. Die Hühner verkaufen mal wieder ein paar. Honig. So, jetzt sollten wir langsam wieder ein bisschen Gewinn machen. Wie lange dauert es noch? 87 Tage, 52 Tage. Ah, schneller bitte. Die Windräder drehen sich aktuell echt langsam. Kommt nicht so viel Geld rein. Warum ich hier mittlerweile pflügen und kultivieren wieder als Möglichkeit. Ach nee, das habe ich überall. Okay, dann ist die Frage. Hier ist gepflügt und kultiviert auf dem Feld. Hier aber leider nicht. Hm. Das waren die allerersten Felder. Kann ich die nur 3 Jahre haben und dann muss ich die komplett umboxen? Weil Wein wächst doch
keine Ahnung, Jahrzehnte immer wieder an der gleichen Pflanze. Ach. Schwer, schwer, schwer. Honig. So. Ich glaube, jetzt müsste wieder Geld reingekommen sein. Blütenhonig 2000, Ziegenmilch, Hühnereier. So. Da, 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 da. 47 Tage noch. Das Geld müsste bald wieder ins Plus drehen. Eine Wette mit dem Nachbarn. Zweimal Kartoffel. Eine Wette mit dem Nachbarn. Beweise. Automatisch vervollständigen. Geht mal hier arbeiten. Dass du der bessere Landwirt bist und ernte zweimal Kartoffel. Bis zum 11. um 2000, ja. Gut, das kriegen wir hin. Ich brauche dann nur mal ein klein wenig Geld, um mir ein paar Steckkartoffeln leisten zu können. Aber vom Zeitraum würde ich sagen, wir schaffen das auf jeden Fall. Ich könnte vielleicht gerade in der Erntephase vom Wein reinfallen, aber das sollte passen. So. Kultivieren, automatisch arbeiten. Fruchtbarkeit. Bräuchten wir normal nicht. Können wir aber machen. Kartoffeln. Und dann bauen wir halt Kartoffeln an. Ach, geht doch nicht schon wieder vom Feld runter. Ihr seid auch noch nicht ganz fertig. Die müssen sich wieder ausruhen. So, wo bleiben die zwei denn? Hühner verkaufen wir auch wieder bis auf 20 runter. Hier gehen wir auch wieder auf 12. So. Machen wir noch ein bisschen Mist drauf. Und dann können wir als die holen Mist, sehr schön. Und dann müssen wir hoffentlich genug Geld haben, um Kartoffelsaat, Steckkartoffeln zu kaufen. Schwupp, schwupp. Seid ihr fertig? Jawohl. So. Ich mache mal kurz Pause. Auswählen. Gras. Keimende Kartoffel. Nicht genug Geld. Gut, dann warten wir mal ganz kurz. Oder wir verkaufen Pilze. Oh Gott. Pilze auf meinem Feld. So, jetzt können wir hier Pause machen. Gekeimte Kartoffel kaufen. So Leute, macht was gegen die Pilze. Ach, das sind die auch wieder mit den Sprühdingern da. Keimende Kartoffel wird geliefert. Ist geliefert, okay. Anpflanzen, auswählen.
automatisch arbeiten. So, wie viele Tage noch? 33. Wir sind leicht im Plus aktuell. Habt ihr jetzt die Kartoffeln eingepflanzt? Du kleiner Rabe, geh weg. Hier dauert es noch über 2 Monate, verdammt. Honig bringt Geld. Eier. Erstmal wieder Hühner verkaufen. Ziegenmilch. Immer lukrativ. Feucht genug ist es. Ihr Krähen geht weg. Die Linien habe ich vorher noch nie gehabt. Müssen nicht Kartoffeln gehackt werden. Na gut. Da, 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 da. Da. Eier, Milch, alles da. Windkraftwerke, die machen echt wenig Geld. Oh, jetzt rutsche ich mal fett in die Miesen. Wie weit geht's? 7000 runter. Okay. Gucken wir mal. Kreditrate 9,9. 16.000 durch die Windkraftwerke. Gut, gut, gut. Ja. Verkaufen wieder ein paar Hühner. Ziegen sind noch. So, der Mais, 24 Tage bis zur Ernte. Okay, die Kartoffeln. Muss normalerweise so Kartoffeldämme haben. So, Tierarzt, der kümmert sich um die Hühner. Sind schon wieder fertig. 3 wieder verkaufen. Wie viel Geld hatten wir jetzt überhaupt mit Honig gemacht? Honig, 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 bin ich blind? Blütenhonig, 4000, okay. Ja, dann mal bitte weiter Honig sammeln. Da, da, lalala. Gibt es noch irgendwelche Aufträge hier? Kartoffel bis zum 11.8. Oh Gott, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Glaube ich zumindest. 108 Tage. Elfter, Achter, 2020, nee. Das wären gerade mal noch 70 Tage. Das ist nicht machbar für uns. Schade. So, wir sind wieder ein klein wenig noch im Minus. Vielleicht sollte ich mir echt Saisonarbeiter holen oder irgendwas.
Achso, das sind die Bienen. Okay. So, wir müssen nur schaffen, dass die Kredite mal weg sind. Da gucke ich mal kurz, abgezahlt. So, 47.000 haben wir bezahlt von 100. Okay, schade. Dauert noch ein bisschen. Sechzehn Tage noch. Bald geht die Ernte los. Zwei Ziegen mal verkaufen. Vier Hühner. Da, da, da. Dann haben wir nur noch knapp 1000 Miese. Ich bin am Überlegen, ob ich noch ein großes Feld anlege. Ich weiß zwar nicht, was ich anbauen soll. Aber irgendwas, was schnell wächst. Dass ich im Frühjahr auch irgendwie was ernten kann. Oder irgendwas, was sich gut lagern lässt. Insekten auf dem Feld. Okay. Oh, scheiße, hier. Auswählen. Gegen Insekten. Automatisch arbeiten. Ach Gott, da rutschen wir wieder leicht ins Minus. So. 98 Tage. Das mit der Kartoffelwette schaffe ich nicht. Hier verkaufen wir wieder ein paar Tiere. Und ja, ich glaube, ich beende mal die Folge. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.